Wir haben uns überlegt, dass es gut ist, einmal über das ganze Glaubensbekenntnis zu sprechen, so Stück für Stück, um uns noch einmal des Fundamentes zu versichern, auf dem wir stehen, das für uns gilt. Und wir wollen das tun in den Gottesdiensten bis Ostern ungefähr. Und zu Anfang zwei, drei Gedanken zum Glaubensbekenntnis an sich. Das Glaubensbekenntnis steht nicht so in der Bibel. Und dennoch ist jedes einzelne Wort, jeder einzelne Satz da drin biblisch. Das ist kein großes Problem und selbst Anfänger im Bibellesen können das ziemlich schnell dingfest machen und die entsprechenden Verse zu den einzelnen Aussagen des Glaubensbekenntnisses finden. Es gibt die Überlieferung, dass diese 12 Hauptsätze, in die man das Glaubensbekenntnis unterteilen kann, jeweils auf einen der 12 Apostel zurückgehen. Dann ist sich allerdings nicht ganz sicher, ob diese Überlieferung stichhaltig ist. Es gibt berechtigten Zweifel daran, ist letztlich auch nicht entscheidend, zumal die Bibel nicht behauptet, dass das Glaubensbekenntnis auf die 12 Apostel zurückgeht. Und wir können davon ausgehen, dass das Glaubensbekenntnis im 5. Jahrhundert tatsächlich entstanden ist, als die Apostel, die ersten, auch längst tot waren. Und es ist interessant, dass das Glaubensbekenntnis, das wir so für das Selbstverständlichste für alle christlichen Kirchen halten, durchaus nicht in allen christlichen Kirchen, so wie bei uns, an jedem Sonntag gesprochen wird. Das ist so wie bei uns auch in der katholischen Kirche und auch in der anglikanischen Kirche. Aber zum Beispiel in den Ostkirchen ist es durchaus nicht so, also in den sogenannten orthodoxen Kirchen. Und auch in den meisten Freikirchen ist es nicht so, dass das Glaubensbekenntnis jeden Sonntag gemeinsam gesprochen würde. Und doch kann man sagen, dass die Kirchen, die keine Sekten sind, sondern die biblisch betrachtet das Evangelium, wie es in der Schrift überliefert ist, verkünden, dass die darin einig sind, dass dieses Glaubensbekenntnis ihr Glaubensbekenntnis ist. Das findet sich dann in den entsprechenden Bekenntnisschriften mindestens immer auch. Wir glauben auch, dass das Apostolikum, wie es in der Theologie genannt wird, oder das Credo, das Glaubensbekenntnis, wie wir es eben auch gesprochen haben, so schriftgemäß ist und es ist auch unser Bekenntnis. Das mal zur Einleitung. Und heute also zum ersten Teil dieser Reihe, ich glaube an Gott, den Vater. Und der entscheidende Text, in dem das Neue Testament, in dem Jesus selber Gott als Vater beschreibt, ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und ich hatte überlegt, das als Predigttext heute zu nehmen, merkte aber, dass der vorgeschlagene Predigttext für diesen Sonntag sehr wohl auch einiges über Gott, den Vater, sagt. Und deswegen haben wir das vorhin gehört, Johannes 14, 1 bis 6. Darauf komme ich nachher auch nochmal zurück. Aber jetzt starten wir in der Tat erstmal durch mit dem verlorenen Sohn, gucken uns das Vers für Vers an und erleben etwas von der Sprengkraft, die dieses Bild, das Jesus von Gott zeichnet, bis heute hat. Und auch wenn in unserer christianisierten Kultur beinahe jeder dieses Gleichnis von Jesus kennt und es uns selbstverständlich erscheint, merken wir, wenn wir es uns genauer angucken, dass es eine erhebliche Herausforderung darstellt für das Gottesbild unserer Zeitgenossen auf jeden Fall und wahrscheinlich auch für unser eigenes Gottesbild. Und ganz krass merke ich das immer wieder,
wenn ich in unseren Glaubenskursen für Iraner und Afghanen über den verlorenen Sohn spreche und über die Liebe des Vaters und merke, dass für diese Leute, die aus dem Islam kommen, diese Vorstellung eines liebenden Vaters als Gott etwas völlig Neues ist, etwas Bahnbrechendes ist. Und ich sehe oft Tränen in den Augen dieser Leute, wenn sie diesen Gedanken erfassen, dass Gott sie so persönlich und unbedingt liebt. Also, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Jesus fuhr fort, das steht in Lukas 15, ein Mann hatte zwei Söhne. Den zweiten Sohn lassen wir mal raus, das ist auch ein wichtiges Thema, aber das würde diese Predigt überladen, dazu ein anderes Mal. Ein Mann hatte also zwei Söhne und der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Das, was ich hier so einfach runterlese, ist im Grunde eine kapitale Beleidigung des Vaters. Der jüngere Sohn geht so mit ihm um, als wenn er schon tot wäre, der Vater. Er sagt im Grunde seinem Vater, du bist für mich gestorben. Und weil das so ist, deswegen kannst du mir jetzt schon mein Erbe geben. Was für eine Beleidigung, was für eine Lieblosigkeit, was für eine Respektlosigkeit. Und der Vater, der schlägt ihm nicht mitten ins Gesicht, sondern er lässt sich das gefallen. Er leidet sicherlich darunter, aber er gewährt seinem Sohn diese Freiheit. Und so ist es grundsätzlich, dass wir unseren christlichen Glauben nur so verstehen können, dass er immer etwas Freiwilliges ist, nichts Erzwungenes, dass wir jederzeit die Möglichkeit haben, zu gehen. Glaube und Zwang verträgt sich nicht. Da, wo das gemischt wird, stirbt der Glaube. Genau wie Liebe und Zwang sich nicht verträgt. Da, wo jemand zur Liebe gezwungen wird, kann keine Liebe wachsen. Und wir kennen Geschichten aus christlichen Elternhäusern oder aus christlichen Erziehungsanstalten, in denen Zwang ausgeübt wurde, Geschichten von Kindern, die zutiefst verletzt und in ihrem Glauben behindert worden sind, dadurch, dass sie nicht die Freiheit des Glaubens gespürt haben, sondern immer auch den Zwang dazu. Zwang und Glaube geht nicht zusammen. Und deshalb lässt der Vater hier seinen Sohn ziehen. Und eigentlich ist die ganze Menschheit hiermit gemeint. Der Sündenfall, der Mensch, der in der Gemeinschaft mit Gott lebte und alles hatte und dann aus eigener Entscheidung heraus sich gegen Gott gewandt hat, ungehorsam wurde und das Paradies verlassen musste. Wir lesen weiter. In diesem fernen Land lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. Also, der Mensch ist natürlich auch, wenn er ohne Gott ist, immer noch begabt. Er hat sein Leben, er hat das, was Gott in sein Leben hineingelegt hat, und er verwendet es nun für sich, um das Glück zu finden, um Karriere zu machen, um ohne Gott ein schönes Leben zu haben, und unausweichlich, er gerät in Schwierigkeiten. Das steht seit dem Sündenfall über der ganzen Menschheit. Wir müssen sterben. Das ultimative Unglück. Und die vielen kleinen Unglücke davor, die ein Scheitern des Lebens ausdrücken, jeder Mensch ist davon betroffen. Und so erzählt also auch dieses Gleichnis genau davon,
er geriet in Schwierigkeiten. Dann geht es weiter: In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen. Doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Für Juden, genau wie für Moslems, hat das hier noch eine besonders bittere Note, weil Schweine nämlich als unreine Tiere gelten. Und die Vorstellung, nun bei den Schweinen gelandet zu sein, ist also für die jüdischen Zuhörer von Jesus nochmal besonders brutal. Er ist also da ganz unten gelandet und seine Versuche, aus eigener Kraft sich aus dem Sumpf zu ziehen, sind gescheitert. Er ist insgesamt mit seinem Leben bankrott gegangen. Und dann erinnert er sich. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhner hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. In seiner Verzweiflung erinnert er sich an diesen Vater, der ihm so viel Gutes getan hat, und er demütigt sich. Er denkt den Gedanken, dass er vielleicht alles falsch gemacht haben könnte mit seinem Weggehen vom Vater, und er ist bereit zur Umkehr. Eine Situation, die viele von uns auch vielleicht durchlebt haben. Dieser Punkt der Umkehr, wieder einzukalkulieren, dass die Beziehung zu Gott eine Veränderung in mein Leben bringen könnte, die ich dringend brauche. Einzukalkulieren, dass Umkehr womöglich das Beste ist, was ich tun kann. Und diese Erinnerung an Gott hat, glaube ich, jeder Mensch. Egal wie atheistisch er sich gebiertet, in der Tiefe seines Bewusstseins ist dennoch eine Ahnung davon, dass es einen Gott geben muss. Und es zeigt sich, dieses Gottesbild, das dann in einem entsteht, ist oft so schrecklich falsch. Auch der Sohn hier kann sich den Vater nicht mehr als einen Liebenden vorstellen. Höchstens noch als einen, der ihm gnädig verzeiht und ihn dann so behandelt, wie seine Tagelöhner, ihm das gibt, was er verdient und nicht mehr. So ist sein Bild von Gott, aber dieses Bild von Gott reicht, um ihn zur Umkehr zu bringen. So macht er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von Weitem kommen, voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Vater ist ganz anders, als der Sohn es erwartet hätte. Gott, der Vater, ist ganz anders, als die meisten unserer Zeitgenossen ihn erwarten würde. Gott hat gewartet. Der Vater hat gewartet. Offensichtlich, er stand, hat er am Fenster gestanden oder in der offenen Tür und darauf gewartet, dass sein Sohn wiederkommt. Sehnsüchtig hat er an ihn gedacht, hat ihn vermisst, hat um ihn geweint. Und als er dann auftaucht, dieser Sohn, und er ihn sieht in der Ferne, da bleibt er nicht stehen mit verschränkten Armen und sagt, soll der mal kommen, wir wollen mal sehen, was er will, sondern er läuft ihm entgegen. Er rafft sein Gewand und
läuft los, undenkbar für einen orientalischen Vater, dass er sich derart schnell bewegt. Und er tut es doch aus Liebe zu seinem Sohn. So ist Gott. Und dann umarmt er ihn und dann küsst er seinen Sohn. Und der ist völlig überrascht von dieser Liebe des Vaters. Und wer zum Glauben an Jesus gekommen ist, der kann das vielleicht auch erzählen, wie ihm das passiert ist, dass er sich plötzlich umarmt wusste und geküsst wusste von dem lebendigen Gott, der sich so gefreut hat über seine Rückkehr. Und auch wenn das dogmatisch korrekt ist, die Freude Gottes über einen Sünder, der umkehrt, ist das nicht nur Dogmatik, sondern das hat auch eine ganzheitliche Dimension, hat auch eine emotionale, körperliche Dimension. Und viele können davon erzählen, wie sie das gespürt haben, dass Gott sie in den Arm genommen hat, dass Gott sie an sein Herz gedrückt hat. Und so ist es auch. Und wer das spürt, der spürt die geistliche Dimension, die Realität. So ist es, so geht Gott damit um, so freut Gott sich. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihn an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen, holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Der Sohn bringt seine lange geübte Entschuldigung hervor und der Vater hört die gar nicht bis zum Ende an, sondern der gibt gleich die Befehle, hey, lasst uns feiern, schlachtet das Kalb. Und er genießt also nicht mit Genugtuung die Entschuldigung, sondern im Gegenteil, ihm ist das gar nicht wichtig, jetzt das Wort für Wort zu hören. Er freut sich einfach, dass der Sohn da ist. Und er setzt ihn wieder ein in alle Vorrechte, die er vorher hatte. Der Ring, das ist der Siegelring. Er darf im Namen des Vaters unterzeichnen und es wird jetzt ein Kalb, wohlgemerkt kein Schwein, sondern ein Kalb, das essen Juden gerne, geschlachtet und es beginnt ein fröhliches Fest. Denn mein Sohn war tot, sagt der Vater, nun lebt er wieder, er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden und sie begannen zu feiern. Freude pur beim Vater und beim Sohn. Der Sündenfall noch einmal. Die Strafe für die Sünde war der Tod. Unser Schicksal als Menschen ist seit dem Sündenfall, dass wir sterben müssen. Und in der Umkehr, über die hier geredet wird, in der Vergebung ist das Potenzial, das zurückzudrehen und ewiges Leben zu bekommen. Deshalb stimmt das nicht nur für diesen einen Sohn, sondern stimmt es auch für uns. Wir waren tot, aber wenn wir an Jesus glauben, dann leben wir wieder und diesmal ohne Ende. Freude pur. Darum geht es in diesem Gleichnis, Freude pur, das ist die Entdeckung des liebenden Vaters im Himmel. Freude pur, das ist das, was Gott für dich und für mich vorgesehen hat. An so einen Vater glauben wir. Und gibt es noch ein ganz interessantes Detail, das wir im Neuen Testament finden, nämlich diese Bezeichnung des Vaters. Lieber Vater, das finden wir des Öfteren. Und einige Male finden wir auch die Bezeichnung Gottes als Abba. Jesus selber nennt ihn im Markus-Evangelium einmal so, Abba. Das ist nicht etwa eine schwedische Band oder so. Das ist es auch. Aber es ist das aramäische Wort für Papa, Papi, Daddy, nicht nur
das formale Vater, sondern das ganz persönliche, kuschelige, intime, dieses Kosewort, Papa, Papa, sagt Jesus zum Vater, dürfen wir auch Papa zu Gott sagen? Ist das nicht ein bisschen distanzlos? Ist das nicht ein bisschen zu plump? Ich lese Ihnen Römer 8, Vers 15 vor. Da steht, ihr habt nicht einen Geist der Sklaverei empfangen, um Angst zu haben, sondern einen Geist der Kindschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater, also, wir als Christen sind in so einer Beziehung zu Gott hineinversetzt durch Jesus, dass wir Papa zu ihm sagen dürfen. Aber so eng dürfen wir mit Gott sein. Und wenn Sie das hören, ich weiß nicht, ich glaube, dass in uns da ganz unterschiedliche Gefühle hochkommen, je nachdem, was wir bisher mit Vätern erlebt haben. Wenn jemand einen schlechten Vater hatte, der ihn kalt behandelt hat, der ihn womöglich sogar misshandelt hat, der ihn ignoriert hat, der große Fehler in der Erziehung gemacht hat, dann ist diese Vorstellung, Gott könnte ein Vater, ein Papa sein, vielleicht gar nicht so schön. Und auch wenn wir einen guten Vater hatten, wo wir sagen, im Großen und Ganzen kann ich nur dankbar sein für meinen Vater, hat er dennoch Fehler gemacht. Jeder Vater macht Fehler, weil er ein Mensch ist und fehlbar. Und wir dürfen wissen, dass Gott, unser Vater, unser himmlischer Papa, keine Fehler macht. Und was für ein Potenzial an Heilung steckt da drin, an Heilung der Verletzungen, die wir empfangen haben durch unseren irdischen Vater. Weil wir nun wissen, wir haben einen Papa im Himmel, der ohne Fehler ist, der uns bedingungslos liebt, der ist wie dieser Vater im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und zu ihm dürfen wir kommen, auch mit den Wunden, die uns unser irdischer Vater geschlagen hat. Und es steckt ein Potenzial zur Heilung da drin, zur Versöhnung mit unserer Vergangenheit, weil wir wissen dürfen, weil Jesus uns lehrt, hinter unserem Leben als Basis steht ein liebender Vater. Nicht ein grausames Schicksal, nicht ein willkürliches Geschehen, sondern ein liebender Vater, ein himmlischer Papa. Ich habe in Kiel in meiner Studentenzeit an einem Lobpreisgottesdienst mal teilgenommen. Und da wurden dann so in ganz kleiner Gruppe Lobpreislieder gesungen. Wir standen da vorne im Altarraum. Und dabei war auch ein Heilsarmee-Offizier, von dem ich wusste, dass er ein Heimkind war. Also wahrscheinlich eher negative Erfahrungen mit seinen Eltern, wenn überhaupt welche. Und es ging in einem Lied um Gott als Vater. Und wir sangen das und er stand da mit geschlossenen Augen und er strahlte und er hatte ein Glück, einen Frieden im Gesicht, an das ich mich heute noch erinnere. Und ich merkte, er kannte diesen Papa und dieser Papa im Himmel hat ganz viel Heil gemacht bei ihm an seinen Erfahrungen mit dem irdischen Vater. Papa im Himmel. Und doch könnte man jetzt kritisch fragen, und ich will das nicht umgehen, kann man denn wirklich in einer Welt wie der unseren an Gott als einen liebenden Vater glauben? Warum geschieht denn dies Schreckliche und jenes Fürchterliche? Und wie kann es denn sein, wenn es einen Gott gibt, der ein liebender Vater ist,
dass so viel Schlimmes passiert und es so viel Leid in der Welt gibt. Und da ist der Predigttext von heute wichtig und deswegen wollte ich ihn nicht unter den Tisch fallen lassen. Jesus sagt, und das ist ja die Zuspitzung des Predigttextes, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das heißt, das mit dem liebenden Vater ist nicht so eine allgemeine Wahrheit, sondern das ist etwas ganz, ganz Persönliches. Ist auch eine ganz, ganz persönliche Erfahrung, die das ermöglicht. Und diese Erfahrung ist nur möglich durch Jesus hindurch, nicht einfach so. Lehrmäßig bedeutet das, wenn der Weg zu diesem liebenden Vater durch Jesus geht, dann geht er durch einen Mann, der Anfang der 30er Jahre seines Lebens, 33 oder so, gefoltert und in einem Justizmord getötet wurde. Zentrum, Höhepunkt der Bibel, ist nicht ein Mann, der mit 100 glücklich gestorben ist, kerngesund, sondern ein Mann, der in der Mitte seines Lebens ermordet wurde. Also, das Leid der Welt ist offensichtlich kein Gegensatz zum Gottesbild der Bibel, sondern das passt zusammen. Jesus steht da mittendrin in diesem Leid. Und existenziell für jeden persönlich bedeutet das, nur wenn wir Jesus angenommen haben als unseren Erlöser und als die Nummer eins in unserem Leben, nur wenn wir ihm unser Leben anvertraut haben, dann können wir eine Beziehung zu diesem liebenden Vater haben. Denn das ist Gottes Plan für uns, dass Jesus für unsere Schuld starb und uns die Umkehr, wie der Sohn sie erlebt hat, erst ermöglicht. Wer Jesus sein Leben anvertraut, der hat Zugang zum himmlischen Papa, zum Vater im Himmel. Die persönliche Beziehung zu Jesus Christus bildet die Grundlage dafür, Gott, den Vater, als liebendes Gegenüber, als eigenen Papa zu erleben. Dieser Satz bildet das Ende meiner Predigt und weil er so wichtig ist, lese ich ihn nochmal vor. Die persönliche Beziehung zu Jesus Christus bildet die Grundlage dafür, Gott, den Vater, als liebendes Gegenüber, als eigenen Papa zu erleben. Amen.